zwischendurch gibt, Herr Wagner, dann würde ich Sie bitten, als Moderator, stellen Sie sich ruhig zwischendurch. Ich kann jetzt leider auf meinem zweiten Monitor nicht mehr sehen, falls per Chat oder so irgendwelche Fragen dort reinkommen. Würde Sie also bitten, vielleicht das Ganze dann ja, moderierend zu übernehmen. Gut, Genau fangen wir an das mit den ist meine grundsätzlichen. Aufgabe und ich werde auch Sie unterbrechen, wenn ich irgendwelche Fragen haben sollte. Und wir zeichnen das Ganze auf und wenn aus dem Chat irgendwelche Fragen kommen, werde ich diese notieren und Ihnen im Anschluss an Ihre Präsentation dann auch stellen. Wunderbar. Gut, fangen wir also an mit den grundsätzlichen Herausforderungen, denen wir hier im Workflow haben. Das beginnt, sagen wir so, recht trivial, dass wir unterschiedliche Produktionsformate haben. Jeder Hersteller, besonders von Kameras oder Schnittsystemen, hat da eigene Vorstellungen. Sony mit der XT-CAM-Familie, Panasonic mit der etwas älteren DVC Pro-Familie, neuerdings mit AVC Intra bzw. AVC Ultra. DV haben wir noch, Avid mit DNxHD selbstverständlich, Apple mit ProRes auch noch vertreten, klassische Codecs H.264 und MPEG-2. Wäre das nicht noch schon eine Formatfülle genug, gibt, kann man das Ganze auch noch in unterschiedliche Formate bzw. Container legen. Allen voran selbstverständlich MXF, allerdings QuickTime, DV, DIV. GXF ebenfalls noch sehr verbreitet, klassischer MPEG. Programmstream bzw. Transportstream und das MPEG-4 eher sicherlich als Distributionscontainer zu bezeichnen als als Produktionscontainer, aber begegnet uns in der modernen Produktion auch immer wieder und immer mehr. Nichtsdestotrotz lassen sich Hersteller wie Sony oder Panasonic nicht davon abbringen, noch weitere Formate auf den Markt zu bringen. Sony hat jetzt Ende letzten Jahres den XAVC-Codec angesprochen, was eigentlich kein Codec, sondern ein Format ist. Es basiert nämlich auf H.264 in verschiedensten Ausführungen. Sowohl Intra- als auch Interframe-Kompression ist hier möglich. Ein typisches Datenformat sind 100 Megabit pro Sekunde für eine Intraframe-Kompression. Gespeichert wird das Ganze in einem MXF OP1A und ist damit jetzt nicht vom Container, sondern von der Datenrate, dem Panasonic AVC Intra 100, sagen wir mal sehr, sehr nah, wenn nicht sogar nahezu identisch. Panasonic geht genau den umgekehrten Weg, indem sie AVC Long G auf der letzten IBC angekündigt haben. Ein Release ist für dieses Jahr zu erwarten, so jedenfalls die Aussage von Panasonic auf der Messe. Ist auch ein Produktionsformat, basiert ebenfalls auf H.264, allerdings ganz klar geht das in Richtung Long-GOP. Das heißt, ich habe hier eine typische Datenrate angegeben bei 1080 i25 von 25 Megabit pro Sekunde. Und der Speichercontainer wird nicht MXF OP1A sein, sondern im ersten OP1B. Liegt offensichtlich an der etwas echte oder ja, stromsparenderen Wrapping-Methode, die man in der Kamera dann anwenden kann, ohne dass man wie Sony beispielsweise im OP-ATOM-Format aufzeichnet und dann über den Filesystemtreiber ein OP1A beim Auslesen der Disks bekommt. Diesen Schritt umgeht Panasonic an dieser Stelle. Als Distributionsformat H.265 als allernächstes der High Efficiency Video Codec oder Coding, wie es genannt wird. Hier allerdings nicht auf der Produktionsseite, sondern auf der Distributionsseite. Wird uns ja sicherlich auch mit dem aufkommenden 4K-Trend in der Zukunft vermehrt ja, über den Weg laufen, nur als Distributionsformat, eben nicht als Zulieferungsformat. An der Stelle eine kurze Verschiedene Zwischenfrage von Formate, mir. ja. Sie haben gerade ein Wort genannt, 4K. Und wenn ich dieses Wort höre, dann bekomme ich eigentlich schon Bauchschmerzen, weil wir uns ja eigentlich in einem Bereich befinden, in dem HDTV noch nicht flächendeckend eingeführt ist. Und warum sollten wir uns dann schon Gedanken über 4K machen? Ich denke an der Stelle, dass wir gerade, also die Einführung meiner Meinung nach von HD hat deswegen so lange gedauert, weil es unheimlich aufwendig war, die Distributionswege entsprechend anzupassen. Also einerseits die Produktion als auch die Distributionswege.
Wenn ich mir das Ganze jetzt in der Situation jetzt anschaue, dann sind natürlich Video on Demand, OTT, also Over-the-Top-Distribution von Content sehr viel näher dran, weil auch die Internetleitungen in die Häuser wesentlich schneller sind. Das heißt, der Kunde kann seinen, ups, jetzt ist irgendwas passiert hier, kann Ja, ich also kümmere mich. seinen, ja, das heißt, der Kunde kann also seinen Content unabhängig von den klassischen linearen Distributionswegen beziehen. Und ist somit unabhängig von, sagen wir mal, Satellitenstrecken oder ähnliches. Ja, Entschuldigung, Sie haben Entschuldigung. uns Ihre PowerPoint weggenommen. Sie müssen bitte Ihre PowerPoint wieder neu auf den Desk bei Ihnen legen. Okay. Ja. Das hätte nicht passieren sollen. Ich habe nichts angefasst. Okay, also geben Sie bitte So, noch jetzt mal haben wir Ihre es. PowerPoint. Ah, jetzt haben wir es hier. Ja. Liebe Teilnehmer, das ist live. Sie müssen das bitte entschuldigen und es geht gleich weiter. Ich werde dann ganz kurz mal was zu dem Thema sagen. Also ich habe in dem Vorgespräch mit dem Niklas Fabian mich über die Situation unterhalten, wieso wir denn derzeit das große Hype-Thema 4K haben. Und bei 4K kommen mit Sicherheit einigen der Produktionsleute, die im aktiven Alltag sich befinden, die Schweißperlen schon auf die Stirn, weil jeder genau weiß, dass die großen Datenmengen, die wir eben halt bei 4K haben, kaum in der Produktion zu handeln sind, geschweige denn in der Postproduktion zu handeln sind, was letztendlich dazu führt, dass wir in einem Zustand, in dem alle die in der Produktion aktiv mit eingebunden sind, eigentlich das Problem haben, große Datenmengen handeln zu müssen und diese großen Datenmengen dann auch gegebenenfalls so weiter bearbeiten zu können, dass wir eben halt auch mit den Signalen, die wir in der Postproduktion und in der Produktion handhaben müssen, eben halt umgehen können müssen. Und dazu bieten eben halt Hersteller einschlägige Hardware-Tools an und einschlägige Hardware-Lösungen, die jetzt eben heute gerade hier auch von den Herrn Fabian von DVS uns vorgestellt werden wird. Also wir sind gerade in der Vorbereitung, den Herrn Fabian wieder mit in den bei uns aufzunehmen, so dass er dann jetzt auch gleich sein Mikrofon wieder aufschalten kann und seine PowerPoint-Präsentation starten kann. Ganz offensichtlich ist auf der anderen Seite mit dem Rechner irgendwas passiert, was aber letztendlich jederzeit passieren kann. Alle, die im Technikbereich arbeiten, wissen, was durch Unwägbarkeiten bei der Live-Produktion eben halt auch passieren kann. So, Herr Fabian, wir haben schon von Ihnen die PowerPoint wieder vorliegen. Wenn Sie uns noch Ihr Mikrofon zuschalten, dann Können Sie mich hören? ich höre Sie jetzt auch wieder, ja. Und wenn Sie Wunderbar. Ihr Bildsignal von Ihrer Kamera irgendwann bei Gelegenheit mit dazuschalten, was jetzt aber jetzt erstmal gar nicht so zwingend erforderlich ist, sondern erstmal geht es darum, dass Sie mit dem Ton wieder zu hören sind und Ihre PowerPoint wieder sichtbar ist. Ja, So, Sie haben. ironischerweise passiert das natürlich ausgerechnet dann an dem Punkt, wo ich über schnelle Internetleitungen oder ähnliches spreche. Ja, So das kann ist es eben passieren. live und so passiert es. Sie haben das Wort wieder und jeder kann Sie hören und wieder sehen. Ich halte mich jetzt wieder raus. Dankeschön. Gut, war das Thema 4K dann ja zutreffend behandelt an der Stelle oder gab es da noch Fragen? Ich habe gerade ein bisschen dazu gesagt und eigentlich eine kleine Erklärung gegeben, die wir vielleicht im Anschluss zur Diskussion überleiten können. Aber da warten wir einfach ab, was uns die Kollegen dann in unseren Chat gegebenenfalls eingeben, sodass ich Ihnen anschließend die Fragen dann weitergeben kann. Bitte machen Sie aber erstmal mit Ihrer PowerPoint-Präsentation weiter. Danke sehr.
Gut, wunderbar. Gut, nicht nur unterschiedliche Produktionsformate und Codecs haben wir natürlich auf dem Markt, sondern auch Schnittsysteme, die damit dann umgehen müssen. Natürlich allen voran Avid Media Composer, natürlich immer weiter steigendes Interesse am Markt bei Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro in seinen beiden Versionen 7 und 10, Grass Valley Edios ebenfalls auf dem Markt. Und um das Ganze noch ja schnittfähig zu machen in Gruppen, natürlich noch die sogenannten Produktions-Asset-Management-Systeme wie Avid, Interplay oder Quantel zum Beispiel, die solche kompletten Turnkey-Lösungen anbieten. Das Ganze führt natürlich dann selbst innerhalb eines Fernsehsenders oder einer geplanten Struktur zu, ja, nennen wir es mal, heterogenen Produktionsumgebungen, so wenn man das nett ausdrücken möchte. Was natürlich unterschiedliche Gründe hat. Zum Beispiel einfach, es ist unterschiedliche Anforderungen an Format und Systeme gibt, beispielsweise WAI-Fähigkeit oder ein gewisser Qualitätsanspruch oder Speicherressourcen, die eben nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Ich habe auch unterschiedliche Vorlieben der Redaktionen. Also es gibt bestimmte Redaktionen, die einfach sagen, sie möchten gerne mit einem bestimmten Produktions- bzw. Schnittsystem arbeiten. Und ich habe natürlich auch unterschiedliche Investitionszyklen. Das heißt, die sind natürlich nicht aufeinander abgestimmt. Ich muss also akzeptieren, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein System entweder noch nicht, einfach nicht auf dem Markt da ist und ich es dann später dazu addiere. Und ja, das führt natürlich dann in diesem Fall zu ja, Produktionsinseln im schlimmsten Fall. Das heißt, jede dieser Insel hat irgendwo an jeder Stelle ein Ingest und ein Outgest. Also ich muss Daten hineinbekommen und ich muss sie auch wieder rausbekommen, wenn es dann ins Playout geht oder vielleicht ins Studio hineingeht. Ja, was dann dazu führt, dass das Ganze recht unübersichtlich wird. Auf der anderen Seite habe ich verschiedenste Medien, die dort hinein und wieder hinaus müssen. Immer noch sehr stark präsent das SDI-Signal. Das heißt also, was ich im Studio aufzeichne, Live-Feeds, Bänder. Einerseits die im Archiv liegen, aber auch noch Bänder, die wirklich durch die EB-Teams von außen in die Produktionsumgebung hineinkommen. Ich habe Videofiles, ich habe es mal generische Videofiles genannt, die können wirklich überall hinkommen. Das können externe Zulieferungen sein, das können aber File-Transfer-Systeme sein. Ich habe Festspeicher und optische Medien, XDCAM, P2, also klassische EB-Medien. Und im besten Fall kann ich schon auf ein digitales Archiv zurückgreifen, das vielleicht nicht mehr ganz so jung ist und interessante Fileformate bietet, MediaStream, MPEG, GXF, AVIs oder ähnliches. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Medien, die an unterschiedlichster Stelle mit unterschiedlichsten Formaten ingestiert werden müssen. Das impliziert natürlich hohe Anschaffungskosten. Also für jede Insel benötige ich Systeme fürs Ingest, fürs Outgest. Ich bin nicht wirklich flexibel, weil ich habe fest zugeordnete Systeme. Ich habe aktuell Systeme wirklich da, die wirklich nur einzelne dieser Inseln bedienen können. Wenn die jetzt mal frei werden, kann ich sie aktuell nicht in einen anderen Workflow einsetzen. Das heißt also, der Austausch dieser eventuell frei werdenden Ressourcen ist nicht möglich. Und zum anderen, ich kann also Material eigentlich kaum austauschen. Das führt dazu, dass immer wieder auch das klassische Tape immer noch zum Einsatz kommt, Material einfach ausgespielt wird und auf der anderen Seite wieder eingespielt wird. Das ist nicht unbedingt sehr schnell und entspricht nicht unbedingt einem echten filebasierten Workflow. Und gerade noch drüber gesprochen, erweiterte Aufgaben, Multiplatform Delivery wie Over-the-Top-Distribution, Video on Demand und ähnliches. Und all das soll ich machen und ich darf eigentlich nicht sehr viel mehr Geld ausgeben dazu. Das heißt, ich habe auch noch einen erhöhten Kostendruck. Fazit. Ich habe also als Ausgangssituation, als Herausforderung viele unterschiedliche File-Formate. Ich habe viele verschiedene Produktions- und Schnittsysteme, die ich bedienen muss. Und ich brauche aber eine gewisse Flexibilität, die ich aktuell nicht habe im Workflow, nämlich einerseits bei der Planung der Workflows. Und bei der Anpassung von Workflows, sowohl langfristig als auch temporär, wenn ich eine kurze Sendung für die 6 Wochen oder 6 Monate läuft, mache, dann muss ich in der Lage sein, diesen Workflow irgendwo zu integrieren und abzubilden. Und dafür brauche ich Flexibilität. Und ich habe die erweiterten Aufgaben, die ich eben schon genannt habe. Das war auch für die Firma DVS, beziehungsweise jetzt Rohde und Schwarz DVS, die Ausgangslage, wo wir gesagt haben oder auch von Kunden gefragt worden sind, habt ihr da nicht was? Ihr habt in der Filmproduktion mit dem Produkt Clipstar eigentlich schon ein langjährig ja, etabliertes System. Warum
Macht ihr denn nicht mal was im Broadcast-Bereich? Das haben wir vor circa 3,5 Jahren angefangen, haben den Venice dort kreiert. Venice kann alle Anforderungen bzw. alle im filebasierten Workflow anfallenden, nennen wir es Teilaufgaben, erfüllen. Das sind zum Beispiel Ingest, klassischer Baseband-Ingest über HDSDI, File-Ingest von Tapeless Media über USB, Ethernet und Fiber-Channel. Natürlich beides jedes Mal mit den entsprechenden Metadaten, die ich entweder von einem File übernehmen kann oder aber auch beim Baseband-Ingest direkt mit zu den Daten hinzugeben kann. Ich kann transformieren. Transform nennen wir das Ganze, weil es nicht jedes Mal ein Transcoding sein muss. Es manchmal reicht auch ein sogenanntes Transwrapping, also ein Rewrapping der eigentlichen Essenzen aus. Da habe ich, wie wir gerade gesehen haben, eine ganze Menge File-Formate, die ich dort nutzen muss. Und am besten wird das Ganze auch noch kontrolliert durch außen, nämlich in einer ja schon eher SOA-artigen Architektur, also sprich Service-Oriented Architecture. Ja, klassische Webservice, eben, dass keiner wirklich davor sitzt und das Ganze übernimmt. Transfers habe ich auch. Ich habe eine ganze Menge Speichersysteme mittlerweile auf dem Markt, sowohl offene als auch proprietäre, SAN-Systeme, NAS-Systeme, Portable Storages über USB angeschlossen. Und am Ende der Kette habe ich das Playout, klassisch über HDSDI oder VDCP gesteuert oder eben, wenn ich in die Studio-Umgebung bin, auch über MOS gesteuert. Was sind so die grundsätzlichen Teilaufgaben, die ich in so einem Workflow habe, die wir hier betrachten werden? Also nochmal zurück, was ist Venice? Einerseits ist es tatsächlich noch ein Videoserver. Es hat also klassische Videoserver-Funktionalität mit HDSDI-Ein- und Ausgängen, von 1080p 50 tauglich. Das heißt also, jedes Interface ist 3 Gigabit pro Sekunde schnell. Jeder Kanal kann Ingest oder Playout sein. Ich habe ein klassisches VDCP-Interface für jeden einzelnen Kanal. Ich habe aber zusätzlich ein eigenes GUI. Das heißt, an der Stelle brauche ich eventuell gar keine VDCP-Steuerung, sondern kann das eigene GUI sowohl für Ingest als auch für Playout nutzen. Und ich habe noch ein integriertes MOS-Gateway, was mir also für den Playout-Bereich Playlisten zum Beispiel auf das System übermitteln kann, die ich dann direkt ausspielen kann. Dazu komme ich aber später noch. Zusätzlich zu diesen klassischen Videoservern-Funktionalitäten haben wir noch ja, Werkzeuge, Tools für die filebasierte Welt. Das ist sowohl der File-Ingest als auch Outgest, das Transforming, der Datentransfer und das Metadatenhandling. Das, was beim klassischen Videoserver sicherlich nur durch andere Subsysteme ergänzt werden kann, haben wir also schon direkt mit drin im System. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir nicht nur die Essenzen sowohl ingestieren und an ein weiteres System weitergeben, sondern auch die entsprechenden Metadaten dazu. Wir haben eine Webservice-Schnittstelle auf SOAP-Basis dafür und wir haben auch für diese Vorgänge, das File-Ingestieren, Ausziehen, für das Transforming und für das Datentransfer, haben wir auch ein eigenes GUI und eine eigene Software. Das mal ein grober Überblick, was Venice tatsächlich ist. Wie jeder Hersteller legen wir unser eigenes Produkt, wenn wir so ein schönes Übersichtsbild haben, natürlich in die Mitte. Ich denke mal, das macht jeder Hersteller so, also DVS auch. Sehen dann also auf der linken Seite die klassischen SDI-Verbindungen, also ins Studio, Live-Feeds und die Matzen, also klassische Band-Ingest. Und auf der rechten Seite haben wir also die Verbindung zu MAM-Systemen, Content-Management-Systemen, wir haben Produktionsspeicher. Wir haben verschiedene Editing-Systeme und wir haben das digitale Archiv. Als Besonderheit gehe ich nachher noch darauf ein, wirklich Ingest und Outgest mit Avid Isis und Interplay in Kombination mit dem Media Composer. Darf ich an der Stelle eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Ich habe Selbstverständlich. jetzt gerade, als Sie Venice beschrieben haben, so ein Bild vor Augen gehabt, in dem ich eine alte Matzmaschine gesehen habe, einen Studiorekorder, in dem ich die Problematik gesehen habe, mit der wir uns über Jahrzehnte auseinandergesetzt haben. Wie betreibe ich gegebenenfalls den Studiorekorder mit einer entsprechenden Automation? Wie kann ich das Ganze wiederum ins Archiv überführen? Und mit welchen Möglichkeiten kann ich gegebenenfalls Drittsysteme anbinden? Das alles haben Sie zu Ihrer Aufgabe gemacht und quasi Ihren Server genommen und den mit entsprechenden Tools und kleinen Add-ons so erweitert, dass er heute als digitale Plattform
quasi eingesetzt werden kann, die alles integriert hat, was ich sonst an Einzellösungen hätte anbinden müssen. Ist das richtig? Das ist genau richtig. Also wir haben wirklich viele unterschiedliche Funktionalitäten genommen, die sonst durch ja, andere Systeme übernommen worden sind, sei es die Steuerung, sei es zum Beispiel ein Record Scheduler oder ähnliches, und haben diese Funktionalität direkt mit in das System hineingebracht. Das heißt, man hat mit einem einzelnen System wirklich die Möglichkeit, ja, wir haben auch Kunden, die in einzelnen Vendors zum Beispiel haben, die damit wirklich ihre gesamten Workflows, wenn es zum Beispiel um HD geht, damit abbilden. Also der Ingest, er dient sogar zwischendurch auch noch als Storage für angeschlossene Schnittsysteme, und dann das Playout. Das heißt also, die können wirklich mit einer Box und der entsprechenden Software, die direkt mit dabei ist, wirklich komplett alles abdecken. Und ja, das war auch unser Ziel. Nun schlägt in mir nach wie vor immer noch ein Technikerherz, was da sagt, ein einzelnes System, was alles abdeckt. Das heißt, Single Point of Failure ist das ja eigentlich. Wenn Ihr System ausfällt, steht der ganze Betrieb still, oder? Naja, gut, also es ist natürlich jedes Mal so, wenn ich ein System habe, üblicherweise in diesem Fall, wird sich auch unser Verkauf freuen, natürlich für diese Redundanz immer eine Plus 1 zu empfehlen. Wir haben allerdings auch interne Punkte, ja, natürlich auch intern diverse ja, Mechanismen, die das Ganze vorher schon ein bisschen abdämpfen. Unser internes RAID-System ist wirklich ein RAID 6, das heißt, wir können bis zu zwei Platten ausfallen, ohne dass ich grundsätzlich Daten verliere. Wir haben ein redundantes Netzteil an der Stelle, was also durchaus, wenn eins ausfällt, dann ist das andere 100% redundant. Das heißt also, der Server läuft ganz normal weiter. Wir haben, um solche Fehler anzuzeigen, ein SNMP-System mit integriert. Das heißt, wenn ich eine SNMP-Überwachung von außerhalb habe, kann der Server also bestimmte Fehlfunktionen direkt an das System melden. Wir haben gerade jetzt die neue Einheit, den 2U, so ausgelegt, dass wir keine bewegenden Teile sich innerhalb des Servers haben. Das heißt, alle Teile sind wirklich von außen zugänglich. Das heißt, die Platten, die Lüfter, die vorne sind, und selbst unsere Videokarten intern sind wirklich komplett lüfterfrei, sodass ich also wirklich innerhalb des Systems eigentlich wenig im Schadensfall machen müsste, sondern ich kann wirklich alles sofort direkt von außen ja, wechseln, ohne dass ich das System runterfahren muss. Hört sich ja alles ziemlich servicefreundlich an. Und die Frage muss ich aber trotzdem noch ein bisschen erweitern, weil das, was ich so im Hinterkopf habe und wo sich bei mir eben halt die Schweißperlen auf der Stirn bilden, ist einfach die Tatsache, selbst ein RAID 6 mit zwei Platten, die gegebenenfalls fehlerhaft sein könnten, bedeutet ja nicht, dass das ganze System damit abgesichert ist. Also diese Redundanz, von der Sie vorhin sprachen, bedeutet ja nach wie vor, dass man wirklich ein Backup-System haben sollte, was vielleicht nicht ganz so komfortabel ausgestattet ist wie das eigentliche System, aber was die Grundfunktionen, die Sicherheit eines laufenden Betriebes doch kontinuierlich weiter bereitstellen sollte. Das ist richtig. Also, sagen wir so, für jeden 100% ja, redundanten Workflow, den ich habe, kann ich immer nur empfehlen. Ich meine, ich komme selber aus der Produktion und sage, ich brauche mir kein einzelnes System irgendwo hinzustellen, wo ich genau weiß, das könnte eventuell ausfallen, dann benötige ich immer ein zweites. Wir haben den Vorteil, dass zu der Architektur komme ich gleich nochmal, dass wir also eine Server- und Client-Architektur bei diesem System umgesetzt haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit einer Software auch gleichzeitig auf zwei verschiedene Server zugreifen. Das heißt, falls der eine, warum auch immer, durch einen Stromausfall oder durch Ähnliches ausfallen sollte, habe ich durch den Client auch immer die Möglichkeit, auf dem zweiten immer noch weiterzuarbeiten, und hätte dann die Möglichkeit, Workflows wirklich 100% redundant auszulegen. Danke für die Also, Antwort. schon wie gesagt, wenn das System kaputt geht, dann geht es kaputt. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich so etwas aufsetze, dann muss ich gewisse Redundanzen eigentlich einplanen. Und das ist das, was bisher unsere Kunden auch immer gemacht haben. Also, wenn sie
Wenn wir über Installationen von 30, 40 Kanälen sprechen, dann sind eigentlich immer mindestens 4 bis 8, Redundanzkanäle eigentlich in dieser Geschichte mit eingeplant. Ja, danke sehr. Okay. Gut, ich bekomme schon heiße Zeichen von der Seite, dass ich ein bisschen Gas geben muss. Von daher überspringe ich diese Folie einfach mal. Es ist ein 2-HU-System, hat also klassisch HDSDI-Ein- und Ausgänge. So sieht die Kiste aus. Auf den Storage bin ich schon mal kurz eingegangen. Ja, hat halt 2,5 Zoll SAS-Festplatten, gibt es mit internem Speicher, 3, 6 oder 9 Terabyte. Ja, was unterstützen wir an Formaten? Da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht und habe die Folie von eben einfach kopiert, weil es nämlich grundsätzlich genau das ist, was wir aktuell auch mit dem System unterstützen. Also sämtliche Formate von Sony, Panasonic, Apple, Avid in allen Facetten. Als Container MXF, OP1A, OP-ATOM. Wir können P2-kompatible Container aufzeichnen. Das heißt also, wir können wirklich ein AVC-Intra aufzeichnen, was einen vollständigen P2-Container enthält und kann den dann zum Beispiel nehmen und kann mir sicher sein, dass das Schnittsystem, was ich vielleicht im Ausland oder so antreffe, dass ich dort eine P2-Karte mounten kann und dann direkt losschneiden kann. Und klassische Formate wie DVDIF und GXF haben wir auch noch als ja, Bestandsformate direkt mit aufgenommen. Alle Vorgänge, die wir hier betreiben, also das D oder allen voran das D- und Encoding, machen wir in unserem System in Software. Und dafür gibt es zwei sehr gute Gründe. Nummer eins, ich kann sehr schnell auf Integration neuer Formate zurückgreifen. Das heißt also, wir haben es schon gesehen, in diesem Jahr wird es wieder mindestens zwei neue Formate auf dem Markt geben, wo unser Ziel ist, die auch zu unterstützen. Das heißt, wir können anhand dessen das Ganze wirklich sehr, sehr schnell integrieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel gerade das Wrapping für MXF, was ja ein bisschen diffizil ist, nennen wir es mal so, dass wir da auch auf bestimmte andere Systeme, mit denen, wenn es dann zusammenspielen muss, ganz gezielte Anpassungen im MXF-Format zu machen, recht schnell zu machen, um genau ja, den Kunden-Workflow dann an der Stelle zu entsprechen. Und wir sind sehr, sehr agil, was das angeht, wenn es darum geht, zum Beispiel Bestandsformate, die irgendwie auf MPEG-Basis oder auf ähnlichem mal in ein Archiv gelegt worden sind. Wir sind dann sehr schnell in der Anpassung, dass wir diese Formate lesen können oder zumindest halt entweder in Echtzeit sogar ausspielen können oder in andere Formate ja, transkodieren können. In der Hardware sehe ich immer das Problem, dass wir immer sehr lange warten müssen, bis ein entsprechender, ja, nennen wir es mal ein Core oder ähnliches zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind an der Stelle sehr stark abhängig von Drittherstellern und das ist also definitiv etwas, was wir gerade vermeiden wollen an dieser Stelle. Das heißt, es gibt eine feste Anzahl von Herstellern für solche Hardware, entweder Chips oder ähnliches. Und da würden wir uns ungern einerseits abhängig machen, auf der anderen Seite müssen wir immer warten, dass es so etwas gibt. Das heißt, wir sind nie die Ersten am Markt oder können nicht immer mit vorne dabei sein. Und das ist nicht unbedingt das, was wir bei DVS gerne machen. Grundsätzlich ist es ein flexibles System. Das heißt, wir sind unabhängig von Format, Codec und Auflösung. Wir haben eine offene Systemplattform. Es ist ein Linux-System. Nicht gerade drüber gesprungen, aber es ist ein offenes Linux-System, wo der Kunde wirklich den vollen Root-Access bekommt. Er kann den Workflow wirklich so einrichten, wie er das Ganze benötigt. Also wir geben ihm bestimmte Leitfäden in die Hand, aber der Workflow kann wirklich so, wie der Kunde es tatsächlich will, ja, eingerichtet werden. Und er hat auch selber die Möglichkeit, durchaus am System beziehungsweise am Workflow Hand anzulegen. Er sollte schon tun an der Stelle, oder er sollte schon wissen, was er dort tun. Wir geben da mal gerne Hilfestellung und definieren natürlich auch Grenzen, bis wohin man gehen kann. Aber an der Stelle geben wir dem Kunden auf jeden Fall immer den vollen Root Access und er kann das machen. Ein offenes Filesystem, das heißt Kommt also, eine man kann auf die Daten direkt drauf zugreifen. Ja, Entschuldigung. Zwischenfrage. Herr Fabian, es kommt eine Zwischenfrage von dem Herrn Christian Homburg von den Pirates, der da sagt, wie sieht es denn mit automatisiertem Encoding für diverse Formate aus, über einen Watchfolder zum Beispiel? Ja, das ist etwas, was wir definitiv, ich hatte es am Anfang gesagt, Automatisierung von Prozessen im Bereich Venice ist definitiv etwas, was wir auf unserer Liste haben. Wir haben uns nur an der Stelle
Ich kann auf Deutsch gesagt, ich kann noch keinen festen Termin wirklich dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass es definitiv ein Bereich ist, den wir als den ansehen, der es in der Zukunft massiv steigen wird, anhand dieser steigenden Form von, sagen wir so, nicht linearer Distribution. Wird es auf jeden Fall in der Zukunft geben, aber aktuell kann ich noch keinen wirklichen Zeitpunkt sagen. Da könnten wir uns dann vielleicht nochmal, Christian, vielleicht nochmal separat einfach nochmal treffen. Dann können wir vielleicht etwas genauer im Detail darüber sprechen, was du an der Stelle benötigst. Gut. Ja, machen wir nochmal weiter. Unabhängige Schnittstellen. Wir vermeiden es bei DVS wirklich eigene proprietäre Schnittstellen zu definieren und dann auch zu benutzen. Hat einen sehr einfachen Grund, dass wir an der Stelle natürlich als ja immer noch recht kleiner Hersteller nicht auf jedes oder beziehungsweise auf jede andere proprietäre Schnittstelle programmieren können. Wenn es nötig ist, machen wir das immer projektbasiert. Grundsätzlich unterstützen wir aber offene Schnittstellen wie MOS zum Beispiel oder, da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, zum Beispiel den neuen FIMS-Standard, also FIMS. Integrierte Funktionalität, Playout und Ingest-Kontrolle haben wir direkt mit an Bord. Wir haben das Transcoding oder das Transwrapping und wir haben das Content Control durch unsere Software Spicer, die auch gleichzeitig mit auf dem Server selber läuft. Ja, ist also ein komplettes ja, Content-Control-Programm. Wir nennen es nicht Content-Management-System, sondern es ist wirklich ein Essenz-Management-System. Zusätzlich zu den Essenzen kann es allerdings auch noch die Metadaten dazu verwalten. Und schon wie gesagt, es ist zukunftssicher, weil es eine softwarebasierte Lösung ist. Das heißt, ich kann zusätzliche Funktionalitäten, die wir vielleicht im nächsten Jahr dazu bekommen, durch einen Update-Vorgang einfach ja, mir in das System mit reinholen. Gleiches gilt für die Codecs und File-Formate. Das heißt, Sie bieten auch gegebenenfalls ein Software Development Kit an. Wir bieten kein direktes SDK an, sondern wir entwickeln die Software natürlich permanent weiter. Und an der Stelle haben wir auch die Möglichkeit, dann entweder projektgetrieben oder aber auch auf Kundennachfrage zusätzliche Funktionalität mit einzubauen. Das hat DVS in der Vergangenheit immer schon gemacht. Wir haben das auch genauso beim Venice übernommen, dass falls ein Kunde wirklich ein ganz gezieltes, sei es spezielles File-Format hat, was er vielleicht als Bestandsformat in seinem Archiv oder ähnliches hat, dann können wir das Ganze, die Software auch genauso anpassen. In dem Fall, dass wir diese Formate dann entsprechend lesen können beim Schreiben, muss man sich dann immer noch mal hinsetzen und sagen, ob das wirklich vonnöten ist. Lesen sollte aber in den seltensten Fällen ein Problem sein. Unser Videoserver oder unser Venice kann zwei oder vier Kanäle pro System verarbeiten. Jeder Kanal ist unabhängig voneinander und kann sowohl Ingest, Playout als auch Transforming sein. Das heißt, ich kann jeden dieser Kanäle frei und ohne Neustart so konfigurieren, wie ich das möchte. Also ich sage nicht, ich versetze das ganze System in Modus HD und kann dann nur in HD arbeiten, sondern ich kann durchaus frei wählen, ob ich nun SD, HD und das entsprechende File-Format, das kann ich für jeden Kanal so frei konfigurieren, wie ich das möchte, ohne dass ich grundsätzliche Neustarts machen muss. Storage habe ich auch integriert, wenn ich das möchte, oder ich kann direkt an einen anderen Speicher herangehen. Dafür haben wir auch die Spicer-Software, die so eine Art Virtualisierungslayer in der Mitte hat, um zum Beispiel proprietäre File-Formate oder File-Systeme eher, wie zum Beispiel Avid ISIS und Interplay, oder ein P2-Volume direkt ja, zu mounten und ja, für den Venice dann verfügbar zu machen. Eine Server-Client-Architektur, das heißt, das, was ich dort oben rechts sehe, der Venice-Client, kann auf dem Server selber laufen oder aber auch zum Beispiel aus Redundanzgründen auf einem angeschlossenen Rechner, das kann Windows, Mac OS sein oder aber auch ein Linux-System, benötigt halt einfach eine Ethernet-Verbindung zum Server selber und dann kann ich das ganze System kanalweise steuern. Das heißt, es können sich also bis zu vier User auf so einen Venice einwählen und jeder könnte zum Beispiel einen Kanal nutzen und könnte aber gleichzeitig in unterschiedlichen Räumen sitzen und vielleicht in unterschiedlichen Studios sitzen und gleichzeitig aber das System steuern. Das muss aber sicherlich Das vorher heißt, im wir machen Setup entsprechend eingerichtet werden, oder?
Wir haben hier mal das ist also eine Liste von verfügbaren Kanälen, die wir hier zum Beispiel in Hannover in unserer Entwicklungsabteilung haben. Das sind also in erster Linie Systeme, die jetzt hier für die Entwicklung zuständig sind, aber man sieht schon eine ganze Menge Kanäle, die dort sind. Ich kann gleichzeitig sehen, auf welchem System die installiert sind und kann mir dann einen entsprechenden Kanal heraussuchen und kann ihn dann benutzen. Selbstverständlich kann man auch das so einrichten, dass man nicht alle Kanäle sieht. Beispielsweise, wenn ich das Ganze workflow-mäßig trennen möchte oder aus Sicherheitsgründen natürlich ein On-Air-Playout oder ein Studio-Playout nicht von anderen Stationen ja, einsehbar machen kann. Das kann ich dann entsprechend mit Nutzergruppen dann so entsprechend einrichten. Okay, ist denn der Venice auch kaskadierbar? Das wurde nämlich gerade von dem Herrn Simon Helwig gefragt. Das System, also wir geben dort oben keine Grenze nach oben an. Jeder Client kann sich mit jedem Server grundsätzlich verbinden, außer ich schränke es eben durch diese Nutzergruppen ein. Wir haben einen Kunden, der hat bis zu, ich glaube, in einem Setup benutzt er 12 Basis-Chassis, sind also 12 mal 4 Kanäle und greift mit bis zu 24 Clients auf das System zu. Das ist unsere größte Installation, die wir haben. Und ja, also jeder Operator, der sich dort anmeldet morgens und seinen Arbeitsplatz betrifft, nimmt sich dann einen entsprechenden Venice-Kanal und kann ihn dann für seine Arbeit entsprechend nutzen, meldet sich danach dann einfach wieder ab und dann ist der Kanal wieder frei für einen weiteren Benutzer, wenn ich das Dankeschön. Ganze so einrichten möchte. Also es ist relativ frei. Gut. Gehen wir doch jetzt tatsächlich mal in den Workflow hinein. Also ein klassischer Signal-Ingest von HDSDI-Quellen, Programm, isolierte Kameras oder auch ein Recorder. Die sind über HDSDI an den Venice angeschlossen, falls es eine MATS ist, ebenfalls über RS-422. Das ist das GUI, das wir heute haben. Wir sehen also da, wo der Flieger ist, da sehe ich also tatsächlich ein Live-Bild von dem Signal, was am SDI anliegt. Dieses Live-Bild habe ich sowohl auf dem Server selber, als auch wenn ich von einem externen Client auf den Server zugreife, dann sehe ich dieses Bild auch. Es ist also ein MPEG-2-Streaming, was auch an den Client geliefert wird. Das spart mir dann in dem Fall vielleicht eine aufwendige SDI-Verkabelung nochmal zu einem externen Client-System, wo jemand einfach nur einen Ingest starten will und nicht genau ein volles, aufgelöstes HD-Signal zur Qualitätsbeurteilung benötigt. Der benötigt eigentlich nur im simpelsten Fall einen Laptop mit Netzwerkanschluss und kann dann den Ingest-Prozess dort steuern. Gleichzeitig sehe ich auch die Peakmeter des Audios. Ich habe also die volle Codec-Auswahl, die ich am Anfang präsentiert habe, kann ich für Echtzeit-Ingests nutzen. Ich habe zusätzlich noch einen integrierten Hardware-Up- und Downscaler. Das heißt, wenn ich in-house schon einen kompletten HD-Workflow habe, allerdings von außen mir noch SD-Material zugeliefert wird, dann kann ich es direkt in Echtzeit hochskalieren und dann im HD-Format schon direkt aufzeichnen, damit ich vielleicht auf meinem Server, auf meinem Produktionssystem immer das gleiche Format habe, um ja dann beim Schnitt das Ganze zu erleichtern. Ich habe ebenfalls noch eine VTR Quelle. Das heißt also, ich kann gleichzeitig auch noch ja, Recorder anschließen und entsprechend steuern. Zusammen noch mit Batchlist Recording. Ich kann EDLs und ALEs importieren. Hier nochmal ein Close-up der Einstellungsmöglichkeiten. Kann also oben wirklich genau das, was hineinkommt, einstellen. Stelle dann auf der rechten oder in der mittleren Seite ein, was für ein Format ich haben möchte. Dann ergibt er mir die entsprechenden Codecs, die damit vereinbar sind. Audio-Settings und ich wähle eine Destination an, die kann auf dem Server selber, aber auch auf einem angeschlossenen NAS oder SAN-System sein in diesem Fall. Da sind wir relativ frei. Natürlich muss die Verbindung entsprechend schnell sein und echtzeitfähig sein. Zusätzlich haben wir noch Funktionen wie parallele Proxy-File-Erzeugung. Die machen wir automatisch mit, wenn der Kunde das will, inklusive Timecodes. Ich kann mir einzelne File-Chunks automatisiert definiert produzieren. Ich kann das Audio routen, ich kann also eine Lautstärkeanpassung machen, ich kann die Kanalzuordnung ändern und ich kann Metadaten eingeben. Die kann ich einerseits formatspezifisch speichern, zum Beispiel wenn ich im XDCAM-Material aufzeichne, dann ist dafür ja ein fester Metadatensatz definiert. Oder ich kann zusätzlich ein eigenes Metadatenmodell definieren und vorher definieren und dann die entsprechenden Daten eingeben. Das kann ich auch noch während des Aufzeichnungs machen und die Metadaten werden dann hinterher
in eine Datenbank hineingepatcht, ins Essence-File hinterher, und wir kreieren auch noch ein externes XML-Format mit den entsprechenden Metadaten, mit diesen kundenspezifischen Metadaten, um die Übergabe an ein Zweitsystem dann an der Stelle zu ermöglichen und vor allem auch zu erleichtern. Ein Sonderfall, den wir hier abbilden können, ist der ISIS Ingest. An der Stelle kann ich direkt auf ein Avid ISIS System bzw. auf ein Interplay Production Asset Management ingestieren. Dazu nutzen wir eine zusätzliche Hardware. Spicer in diesem Fall virtualisiert, also ISIS und also das ISIS Storage und die Interplay Datenbank. Ich kann direkt drauf speichern. Ich kann die Daten direkt in Interplay einchecken und ich generiere noch zusätzlich einen AAF-File, falls ich kein Interplay habe, dass ich mir dieses AAF-File dann direkt per Drag and Drop in die Bin eines Media Composers ziehen kann. Das Ganze funktioniert so, dass sich dieses AAF ein offenes AAF ist. Das heißt, ungefähr nach 10-12 Sekunden ist es einerseits das Material direkt im Interplay verfügbar zum Schneiden. Oder das AAF kann ich mir importieren und ist ebenfalls sofort schnittfähig, während das Material noch einläuft. Und der User sieht von all dem nichts, sondern er bekommt die virtualisierte Oberfläche der Interplay-Datenbank in Form eines übersichtlichen Folderstruktur und tut einfach so, als ob das Projekt ein tatsächlicher Ordner ist. Punktiert das Material direkt drauf und dann landet das Material direkt drin. Wir unterstützen hier bis zu 4x AVC Intra 100 parallel pro System, sind damit sicherlich einigermaßen einzigartig, das Ganze mit 4x AVC Intra innerhalb einer einzelnen Box zu auf so ein ISIS zu schaufeln. Zusätzlich haben wir noch, wie gesagt, Frame Chase Editing, das heißt, während ich aufzeichne, kann ich das Material auch direkt bearbeiten. Scheduled Ingest haben wir noch. Ja, ich gucke auf die Uhr. Gibt viel zu sagen. Das ist immer das große Problem dabei. Wir haben gleichzeitig auch noch einen Ingest Scheduler. Den haben wir Ende letzten Jahres rausgebracht. Damit kann ich auf Job-basiert Kanäle einzeln ansteuern und ihnen Ingest-Jobs zuordnen. Wiederkehrende Jobs oder ja, wie ich das bemögliche. Die Besonderheit daran ist, dass wir auf das FIMS-Protokoll bauen. FIMS ist ein sehr neues, ist also ein standardisiertes SOAP-Protokoll, bedeutet also Framework for Interoperable Media Services, wurde initiiert von der AMWA in den USA, von der Advanced Media Workflow Association und der European Broadcast Union hier in Europa. Sind also namhafte Hersteller mit dort vertreten. Es ist ein jobbasiertes, verbindungsloses Protokoll, was es uns halt ermöglicht, den in der Spicer-Software integrierten Scheduler-Applikationen wirklich einzelnen Venice-Kanälen gezielt Applikationen oder Ingest-Jobs zuzuweisen an der Stelle. Und ja, Venice arbeitet sie dann ab und gibt entweder, wenn der Job erfolgreich abgeschlossen wurde, gibt dann die entsprechende Nachricht an das Client-System zurück. Während dieser Operation kann das Client-System auch runtergefahren werden oder deaktiviert werden. Die Jobs sind dann alle im entsprechenden Venice-Kanal gespeichert und liegen weiterhin an. An der Stelle muss ich die Frage von Herrn Aulenkamp vom WDR mal nach vorne bringen, der dann fragt, ob man den Venice auch als eigenständigen Avid-Server einsetzen kann, inklusive Speicher und Avid-Project-Handling für 4 bis 10 NLE-Clients. Das ist an der Stelle sicherlich für einen Standard-Venice sehr viel. Wir haben einen Kunden, der benutzt das Ganze jetzt in Verbindung mit Final Cut Pro, der bis zu 4 Final Cut Pro Schnittplätze direkt an den Server angeschlossen haben. Mit Avid haben wir im Moment die Grenze bei 2 Clients gesetzt, okay, um eben genau diese Echtzeitprozesse, die wir dort haben, auf dem System einfach nicht zu gefährden, um allerdings auch noch genug Bandbreite dann für angeschlossene Clients zu haben. Wir haben ein etwas performanteres System, mit dem man durchaus bis zu 4 Clients anschließen kann. Der hat dann ein etwas stärkeres Storage-System. Wir haben allerdings ein
Medienhandling im Venice integriert. Wir haben kein Projekthandling in dieser Stelle. Also da fürs Produkt oder fürs Projekthandling nutzen wir die Software der Firma Flavorsys, das Strawberry, was wir auf unseren Speicherlösungen mit anbieten. Dort haben wir also wirklich genau dieses Avid-Projekthandling für ja, Collaborative Editing an der Stelle. Gut, das Transformieren bedeutet in dieser Phase, gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Ich habe also noch einen vollwertigen Transcoder an der Stelle, aktuell halt manuell getriggert. Das heißt, ich kann Files laden, kann sie in eine Liste legen und dann automatisiert wird dann diese Liste abgearbeitet und transkodiert oder Transwrapping. Transwrapping immer genau dann, wenn ich zum Beispiel nur In- und Out-Punkte in einem Quellfile setze, dann werden tatsächlich nur die Essenzen kopiert in einen neuen Container. Und ja, das Ganze geht dann wesentlich schneller, als das Ganze zu de- und zu encodieren. Da arbeiten wir auch gerade dran, das auch für Longob-Formate verfügbar zu machen, ohne halt die Limitierung zu haben, dass man wirklich nur auf einem Iframe schneiden kann, sondern dass man wirklich frei innerhalb einer GOP-Struktur schneiden kann. Da arbeiten wir gerade daran, dass wir das Ganze dann auch zur NAB präsentieren kann. Ich kann auch die ganze Liste oder in ein einzelnes File zusammenstitchen und habe dann innerhalb eines Kanals, zum Beispiel für ein Rough Editing, ein komplettes Editing-System. Wo Sie gerade von File Transcoding Ingest. und Rewrapping Ja. sprechen, wie sieht es denn gegebenenfalls mit filebasierten Legalizern aus? File-basierte Legalizer haben wir bei der Firma Rohde & Schwarz, gibt es darüber den Witchecker. Ist also ein separates Produkt, was jetzt nicht über DVS, sondern über die Firma Rohde & Schwarz zu erhältlich ist. WitChecker kann genau diese Files auf Container oder Inhalt oder auch nach Qualität untersuchen und dann entsprechend auch automatisiert dann Rückmeldung geben, ob diese Files in Ordnung sind oder eben nicht. Aktuell ist das Ganze ein separates Produkt. In Zukunft überlegen wir natürlich, diese Produkte auch näher zusammenzubringen, dass man beispielsweise aus einem Spicer heraus auch eine Qualitätsanalyse eines Containers oder ähnliches machen kann. Sehr gut. So, File Ingest funktioniert also relativ simpel, dass ich also P2 oder XCAM-Medien direkt am System anschließen kann und dann mit einer einfachen Drag-and-Drop-Operation dann an die entsprechende Stelle verschieben kann. Hier auf der linken Seite sieht man, das ist ein typisches Metadatenfeld, wie es im XDCAM vorgeschrieben ist oder wie durch die Kamerasysteme vorgegeben ist. Ich kann das allerdings noch beliebig erweitern durch kundenspezifische Metadaten, indem ich dann wirklich sagen kann, ich möchte aber ganz genau meine Sachen dort drin haben. Ich möchte auch ein ganz anderes Naming dort drin haben, weil das Target mit oder der Title Number One ist bei uns die sagen wir so, Material-ID-Adresse, dann kann ich das Ganze innerhalb eines Kon oder mit einem Konfigurationsfile so anpassen, dass es tatsächlich auch nur das da steht, was für den Kunden entsprechend interessant ist oder für den Operator dann an der Stelle interessant ist. Ich muss Sie an Das der heißt, es ist Stelle also bitte noch voll mal unterbrechen anpassungsfähig. dürfen, weil zwei ganz interessante Fragen wieder aus dem Publikum kommen. Es wird A nachgefragt von dem Herrn Christian Homburg nochmal. Der meinte nämlich keine Prüfung des eigentlichen filebasierten Signales, sondern eine Legalisierung dieses Files. Das heißt, ein automatisierter Vorgang, der Overshooting und gegebenenfalls inkorrekte Farben im Farbraum und so etwas direkt korrigiert. Und die zweite Frage, die ich gleich hinterher schiebe, ist die von Markus Beer von SES gestellt wird. Wie weit denn die derzeitige IMF-Implementierung inklusive OPL schon durchgeführt worden ist und ob der Markt generell nach IMF auch fragt und es schon Integrationsprojekte gibt. Wir haben gerade, ich muss ganz klar sagen, IMF ist nicht unbedingt mein Kernkompetenzthema, sondern da haben wir bei uns im Haus den Stefan Alberts. Wir haben zu dem Thema auch einen entsprechenden IMF-Workshop, den kann ich schon mal ankündigen an dieser Stelle, ist am 4. Februar im
in Berlin im 3D-Innovationszentrum, unter anderem auch als Gastredner haben wir Howard Luck von Disney. Disney als ein Unternehmen, was ja führend und auch als einer der Treiber im IMF-Projekt sicherlich da ist. Aktuell, sagen wir mal, im Broadcast-Bereich ist IMF, haben wir jetzt auf meiner Seite noch bisher wenig Nachfragen. Es ist allerdings steigend. Ich glaube, an der Stelle, bei vielen ist es einfach noch so, dass sie noch nicht so genau wissen, wie IMF tatsächlich funktioniert, was es tatsächlich ist. Dementsprechend ist die Nachfrage dort noch sehr gering und traditionell haben wir natürlich immer noch unglaublich viele File-Formate auf dem Markt. Das heißt also, die Tendenz, noch ein weiteres einzuführen, einen weiteren Standard einzuführen, ist natürlich, ja, sagen wir so, eher etwas eingeschränkt. Trotzdem denken wir, dass IMF gerade für die Distribution ein wesentlich oder ein wichtiges File-Format in der Zukunft werden wird. DVS hat die IMF-Implementierung im Clipster sehr weit fortgeschrieben, sodass sie auch schon heute erhältlich ist. Das heißt, der Clipster kann also IMF-Files lesen und schreiben. Da der Standard natürlich noch nicht hundertprozentig definiert und abgeschlossen ist, ist das Ganze, ist die Entwicklung natürlich noch im vollen Betrieb. Allerdings sieht DVS an der Stelle ganz klar ein Potenzial in diesem IMF-Markt als Distributions- bzw. Zulieferungsformat. Ja, vielen Dank. Genau. Die andere Frage, das Legalisen der Files, da gibt es aktuell von unserer Seite noch keine aktuellen Entwicklungen, beziehungsweise dass wir das auf unserer Roadmap haben. Das automatisierte Erkennen von Fehlern beziehungsweise das Beheben gehört aber definitiv zu etwas, was wir, wo wir ebenfalls sehr viel Potenzial in der Zukunft sehen, gerade im Stichwort von automatisierten Workflows. Aber wir haben aktuell jetzt noch nichts, dass ich sage, das werden wir auf der NRW oder ähnliches präsentieren. Vielen Dank. Gerne. So, zurück nochmal zum File Ingest. Den File Ingest können wir natürlich auch mit der gleichen Struktur im Hintergrund, also mit dieser File-System-Virtualisierung durch Spicer, auch für ISIS und Interplay-Formate geben. Das heißt, ich habe auf der linken Seite zum Beispiel wenn man jetzt diesen Browser sich anguckt, den Inhalt einer Disk und gleichzeitig per Drag and Drop das Ganze einfach auf ein ISIS, Volume, dragen oder eben auch in eine Interplay-Datenbank direkt mit integrieren und das Ganze nutzt dieselbe Technologie im Hintergrund. Das heißt also, wenn ich einen riesen Clip habe, selbst nach 10 Sekunden des Essenzmaterials kann ich auch mit dem Schnitt schon direkt beginnen. Wenn ich vielleicht eine Pressekonferenz habe und ich habe das Ganze in einem riesigen 2-Stunden-Clip, dann kann ich also direkt schon damit anfangen zu schneiden. Wenn wir einmal drin sind, und das Ganze zum Beispiel jetzt bleiben wir mal bei den Produkten der Firma Avid auch geschnitten haben, dann muss ich das Ganze auch wieder herausbekommen. Bei uns in der aktuellen Lösung ist es so, dass ich die Möglichkeit habe oder die wir jetzt spätestens Ende nächsten Monats releasen werden, dass ich also im Avid Media Composer mir einen AF-File exportieren kann. Vorher muss ich Effekte rendern, allerdings auch nur die Effekte, exportiere dann ein AF. Das Ganze liegt dann als Clip ebenfalls in meiner Spicer Software und ich kann dann den Weg zurück, also aus der Avid-Welt hin in die ja, nicht proprietäre Welt per Drag and Drop mir dieses Material raussuchen. An der Stelle führen wir dann ein Transwrapping durch. Das heißt, das Original liegt ja Avid spezifisch immer im OP-Atom vor und wir transwrappen es dann automatisch in ein MXF OP1A, damit ich ein Single-Format habe, mit dem ich dann entsprechend ausspielen kann oder aber auch ja, versenden kann oder ähnliches kann. Zum Playout, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Der Server hat extrem niedrige Reaktionszeiten. Wir ermöglichen das, dass wir also die Clips, die in einer Playlist liegen, schon vorbuffern. Das heißt, ich kann also an jede Stelle oder an jeden Clip innerhalb einer Playlist springen und und kann ihn direkt sofort ausspielen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern haben wir also wirklich sämtliche Clips immer direkt vorliegen. Ich habe die volle Codec-Auswahl, die ich vorher schon gezeigt habe, oder sogar noch darüber hinaus für Echtzeit-Audio-Codecs.
Möglichkeiten, also für Echtzeit-Playout zur Verfügung. Ich kann, habe ebenfalls noch einen Hardware-Up-and-Down-Scaler. Das heißt, wenn ich gemischtes Material in meiner Playliste habe, HD und SD, lege ich einmal fest, ob ich in HD oder in SD ausspielen möchte und der Rest wird dann halt dementsprechend hoch oder herunter skaliert. Und jeder Kanal hat auch nochmal einen Alpha-Kanal-Support. Das heißt, ich kann also File-Formate ebenfalls laden, die einen integrierten Alpha-Kanal haben und kann das Ganze dann als Key- und Fill-Signal direkt ausspielen. Das ist unser aktuelles GUI, was wir haben. Habe also wieder das bekannte Video-Overlay, sehe also an der Stelle schon mal genau, was ich tatsächlich dort ausspiele. Ich habe ein Audio-Monitoring, habe auf der rechten Seite meine Playlist. Schon wie gesagt, die kann gemischte Codecs oder HD- oder SD-Formate enthalten. Ich habe einen Back-to-Back-Playout-Mode. Die Playliste kann während des Betriebes geändert werden, also sprich, ich kann die Reihenfolge ändern während des Systemausspiels oder ich kann neue Clips hinzufügen. Ist kein Problem. Gleichzeitig kann ich aber auch über das integrierte MOS-Gateway, Entschuldigung, Listen empfangen und aktualisieren. Gleichzeitig können wir die meisten dieser Funktionen auch über VDCP nach außen geben. Das heißt, wenn ich also eine Playout-Automation habe, zum Beispiel für das Channel Playout, dann kann, wenn es also genauso von außen gesteuert werden und hat zusätzlich noch die Möglichkeit, dass ich über einen Webservice das gesamte Housekeeping abbilden kann und Media Management. Das heißt, wenn ich einen Storage angeschlossen habe, dann kann der dafür sorgen oder dann kann der Webservice dafür sorgen, dass ich Material vom Storage automatisiert oder durch die Automation angestoßen auf den Server gespielt wird, um dort von dort aus dann ausgespielt zu werden. Ist noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Mal die Uhr im Nacken. Wir werden gerade zur NAB ein komplett neues User Interface präsentieren. Wir haben vom einen oder anderen Kunden sehr viel Schelte bekommen, dass das Interface nicht ganz so ist, wie sie sich das vorstellen, dass die Buttons zu klein sind, dass es zu viele Informationen enthält, die der entsprechende User nicht unbedingt benötigt und dass natürlich verschiedene User vor dem System sitzen. Also wirklich einer, der eigentlich nur eine Playlist anlegen möchte und sie dann abspielen möchte und nicht von zusätzlichen Knöpfen ja zu eventuellen Fehlbedienungen hingerissen werden möchte, dann den Super-User oder den Administrator. Das heißt, wir bauen hier an der Stelle ein User-Level-Management ein, dem ich mich vorher anmelde und dann entsprechend Funktionalität mir zur Verfügung stehen oder nicht. Gleichzeitig reduzieren wir die Anzahl der Buttons. Wir haben die Schriften größer gemacht und ähnliches. Also die, die das alte oder bisherige GUI kennen, werden sich schon wiederfinden, aber werden einen deutlichen Schritt nach vorne bringen oder sehen können. Dann Thema Redundanzen haben wir gerade auch nochmal angesprochen. Wir nennen das Ganze Multiple Destinations, bedeutet also, dass wir den Ingest gleichzeitig auf mehrere Destinationen machen können. Also sprich, dass ich das ganze Material vielleicht intern speichere und zusätzlich noch auf einen angeschlossenen Zentralspeicher. Das heißt also, ich erhöhe die Sicherheit. Falls wirklich ein Storage ausfällt, habe ich immer noch den anderen. Ich habe eine gewisse Zeitersparnis, weil ich das danach das Material nicht transferieren muss. File-Formate, das eben angesprochene Sony XAVC wird es also in diesem Jahr bei der Firma DVS geben. Und zusätzlich noch werden wir die AS11 oder das AS11-File-Format einführen, was ja gerade in den Vereinigten Königreich, also in England, als das Distributions- bzw. Kontributionsformat überhaupt definiert worden ist. Das heißt, alle englischen Broadcaster haben sich in der Digital Production Partnership zusammengeschlossen und dieses Format als ihr alleiniges Austauschformat definiert. Da müssen wir es natürlich auch erzeugen und lesen können. Das wird es auch zur NAB geben. Gleichzeitig werden wir unsere Schnittstellen gerade im Bereich Web Services erweitern, also sprich den Playout-Bereich um MOS 3.8 erweitern. Das ist also die SOAP-gestützte oder SOAP-basierende Version des MOS-Protokolls. Die Entwicklung von FIMS ist natürlich fortschreitend. Das Ganze ist nicht abgeschlossen, sondern da werden nach und nach weitere Profile bzw. Funktionalitäten definiert. Die werden wir dann auch entsprechend dann bei uns ja, einbauen und gleichzeitig
bietet uns das dann die Möglichkeit, auch spezifische Anwendungen für ganz spezielle Workflows auch für den Server anzubieten, dann auf, ja, mit Technologie dieser erweiterten Server- und Client-Basis. Das ist also mal so ein Blick in die Zukunft, wie wir mit Venice also weitermachen. Definitiv machen wir nicht eines nicht, wir bleiben nicht stehen, sondern das Ganze geht halt weiter, weil ich denke mal, filebasierte Workflow, da sind wir noch lange nicht am Ende. Da gibt es noch jede Menge Entwicklungs- und vor allem Verbesserungspotenzial. Also von daher werden wir da immer weitermachen. Gut, das wäre für mich ein relativ kurzer Überblick über DVS Venice und die entsprechenden Workflows, die man damit anbieten kann. Wenn wir jetzt noch einen Augenblick für Fragen haben, nein, offensichtlich haben wir keine Fragen mehr. Oder Herr Wagner, wie machen wir Genau, weiter? wir haben keine Fragen Gut. mehr und ich weiß auch, dass Ihre Zeit ganz knapp bemessen ist. Deswegen möchte ich eigentlich nur noch Ihnen ein großes Dankeschön von meiner Seite aus übermitteln. Auch ein Dankeschön von Seiten der Gerne. Teilnehmer, weil wir haben dieses Mal ganz viele Zwischenfragen gehabt und die Sie auch flexibel genug, wie Sie waren, direkt beantwortet haben. Also herzlichen Dank für die Professionalität. Auch die kleine Unterbrechung hat uns gezeigt, wie professionell Sie damit umgegangen sind, wie professionell wir das Ganze behoben haben und in die richtigen Bahnen gebracht haben. Und ich sage wirklich Dank an Sie, Dank an Ihre Kollegen im Hintergrund, die dazu beigetragen haben, dass das Ganze auch gut funktionierte. Und vielen Dank allen Teilnehmern. Genug gedankt. Ich freue mich auf ein weiteres Webinar mit Ihnen und wünsche Ihnen einen Gerne. wunderschönen Tag und viel Erfolg. Vielen Dank und